Ja, das kann man so generell eigentlich nicht sagen. Es kommt darauf an, was du konsumierst, wie viel du konsumierst und eben auch, wie du das, was du siehst, bewertest. Also was für eine Relation du es zu, also muss ich nochmal neu machen. Soll ich einfach wieder die Antwort geben oder willst du noch eine Frage stellen? Hat Social Media einen überwiegend positiven oder negativen Einfluss auf unsere Psyche? Ja, so allgemein lässt sich es gerne nicht beantworten, sondern es kommt darauf an, wie viel man konsumiert, was man konsumiert und in welchem Bezug man der Inhalt zu sich selber stellt. Also, wie man sich selbst dadurch bewertet.